So, wie übt man am besten Barré-Griffe? Wichtig ist, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Das ist zum Beispiel Barré-Griff auf A. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt die Möglichkeiten, einen A-Griff, hier ist A-Dur als Beispiel. Ich zeige euch das aber jetzt, weil das leichter ist. Und wenn ihr anfangt, wäre das der schlechteste Griff zum Üben, weil die A-Griffe sind die schwersten. Weil ihr müsst ja dann den Griff A, den ich jetzt so mit zwei Fingern greife, viele greifen den so, den müsstet ihr barré-mäßig verschieben. Das bedeutet, weil hier ja ein Bund frei ist, nehmen wir an, ihr macht im zweiten Bund ein A, dann muss der frei sein hier. Ja, das heißt, wenn ihr den so greift, müsst ihr das so machen. Ist mir zu umständlich, ich mache das so. Bei der E-Gitarre mache ich es eigentlich fast immer mit einem Finger, weil die Saiten so weich sind, dass man das auch super machen kann. Also empfehlen würde ich aber A-Moll und dann habt ihr genau die Funktion. Empfehle ich auf der einen Seite die theoretische Übung A, B, C, die Töne auf der A-Seite zu lernen. Dann wisst ihr automatisch, wie der A-Griff, egal welcher, heißt, in welchem Bund. Also wenn ich hier A-Moll greife, im zweiten Bund bin, dann seht ihr oben, hier wo der Pfeil ist von der Maus, da seht ihr den Ton B, dann ist das kein A-Moll mehr, auch wenn das Griffbild noch A-Moll ist, aber durch das Höherlegen ist das jetzt B-Moll geworden. So, wie übt man das am besten? Die Finger werden aufgestellt, der wird möglichst gerade gestellt, der Daumen liegt hier ungefähr in der Mitte, in Höhe des zweiten Bundes. Die Finger, und das ist mit das Wichtigste überhaupt, die haben hier im letzten Fingerglied die Krümmung nach außen. Ja, ich mache es mal falsch vor. Falsch wäre, wenn die so nach innen einknicken, vielleicht durchdrücken. Dann kommt ihr immer an die darunter liegende Seite und der Klang kann nicht in Ordnung sein, weil ihr eben bestimmte Saiten dämpft, die können dann nicht klingen. So, jetzt geht es darum, erstmal die Finger aufzulegen. Und wenn ihr jetzt übt, ihr merkt schon, kommt kein Ton raus, weil ich nur aufgelegt habe und nicht drücke. Und das ist das Entscheidende, wenn ihr trainiert. Weil, wenn ihr sofort anfängt zu drücken und ihr könnt die Finger noch gar nicht richtig aufsetzen, dann kriegt ihr ziemlich schnell einen Krampf, es tut alles Mögliche weh und ihr habt keine Lust mehr. Ja? So, und auf diese Art und Weise, wenn die jetzt nur aufgelegt sind, dann könnte man auch zum Beispiel versuchen, die überhaupt erstmal zu schieben. Und zwar so zu schieben, dass aber die Finger in der Position bleiben. Die Finger bleiben in ihrem Bund, im Verhältnis zueinander. Zeigefinger hat einen Bund, der Mittelfinger hat den nächsten Bund und die beiden Finger haben dann den dritten Bund sozusagen. Und das verschiebt ihr und ihr guckt auch auf den Griff drauf. Ja? Die rechte Hand braucht ihr nicht drauf gucken. Da könnt ihr dann ganz einfach hin und her schlagen, würde ich euch empfehlen. Dann macht ihr so eine Übung. Ihr schlagt dann 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann bei der 1 drückt ihr einmal raus, dass ein Klang kommt. Das wäre dann so 1, 2, 3, 4. Und dadurch, durch diese Entspannung, dadurch habt ihr erst die Möglichkeit, wirklich länger zu üben. Weil das Problem ist, wenn die Hand verkrampft, ja, vielleicht auch der ganze Unterarm, dann könnt ihr nicht länger üben. Und wer das macht, wird dann vielleicht irgendwann eine Sehnscheinentzündung haben. Das will man auch nicht unbedingt. Das ist eine einfache Möglichkeit zu üben, was ihr da machen könnt, wenn das schon ein bisschen klappt. Dann denkt ihr euch irgendwelche Übungen aus, zum Beispiel, dass ihr von diesem A-Moll-Griffbild auf E-Moll geht. Ja, dann habt ihr einen einfachen Wechsel, ihr bleibt auf dem gleichen Bund, aber ihr wechselt schon mal die Finger. Ihr könnt auch E-Dur nehmen, ja. Dann habt ihr sogar das gleiche Griffbild, nur einen nach unten, dann auf A-Moll. Ist auch relativ einfach. Man nimmt am Anfang logischerweise immer die leichtesten Kombinationen, nicht die schwersten, weil man steigert sich langsam. Es gibt auch Leute, die fangen von hinten an, dann ist es aber. Ich denke, dass es dann länger dauert und auch nicht so viel Spaß bereitet.